Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich begrüße die beiden Trainer Michael Fronzek und Henrik Petersen sowie unsere Gäste in den Businessbereichen. Michael Fronzek, an Sie und Ihre Mannschaft Glückwunsch zum Sieg und ich darf Sie dann direkt um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich für alle, gerade in erster Linie für meine Mannschaft. Für die mitgereisten Fans, die egal wo wir spielen, uns immer sensationell unterstützen. Wir haben sehr, sehr schwierige Wochen hinter uns gehabt, wo wir, denke ich, in den letzten drei Spielen eigentlich alle drei Spiele gewinnen mussten. Das haben wir nicht getan. Das ist dann relativ schwierig, dann das insgesamt hochzuhalten. Ich denke, das hat dann nicht nur was Körperliches, sondern auch viel Psyche. Wenn du dreimal in der Nachspielzeit einen Sieg aus der Hand gibst, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und von daher bin ich natürlich mit der Art und Weise, wie wir heute hier aufgetreten sind, sehr zufrieden. Zum Spiel, ich denke, dass wir besser ins Spiel gekommen sind, verdient 1-0 geführt haben. Dann hatte Braunschweig sehr, sehr starke 20 Minuten. Da hätte das 1-1 schon, denke ich, etwas eher fallen können. Mit dem 1-1 in die Halbzeit und hinten raus hatten wir dann auch mit dem 2-1 auch dann mal das Glück, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat. Insgesamt ein verdienter Sieg. Aber es ist so, ich habe das jetzt so am Rande mitbekommen mit den Zuschauern, mit der Unzufriedenheit. Das ist natürlich für Kaiserslautern und Braunschweig ein sehr, sehr schwieriges Jahr, wo jeder meint, ob er jetzt berufen ist oder nicht. Jeder meint, wir hätten mit Abstand den höchsten Etat. Wir wären die Top-Favoriten der Liga. Und wenn man das jetzt nur ein paar Wochen Revue passieren lässt, weiß man, wie schwierig das ist, was das für ein hartes Brot ist. Und ich wünsche natürlich Eintracht Braunschweig für die nächsten Wochen alles Gute und dass es sich wieder beruhigt und dass sie wieder Spiele gewinnen. Danke. Vielen Dank, Henrik. Wie fällt dein Fazit der abgelaufenen 90 Minuten aus? Hallo zusammen. Das ist schwierig, über Spiel zu sprechen, wenn der Endergebnis 1-4 ist. Aber ich muss sagen, ich finde meine Mannschaft von Anfang, finde ich, wir dominiert das Spiel. Und wir haben vor das Spiel ja über längere Lösung von hinten gesprochen. Von Torwart sollen wir nicht so viele kurze Bälle rausspielen, weil wir ja wegen Unsicherheit und so weiter und klar, das erste Gegentor ist dann ja, sehr ärgerlich. Aber wieder kommt meine Mannschaft zurück mit super Moral, mit super Mentalität und insgesamt spielen wir eine super Halbzeit und verdient bekommen wir auch das 1-1 und fangen wieder gut an, zweite Halbzeit und Eigentor. Und klar, da werden meine Jungs ein bisschen shaky und ja, das 3-1 und 4-1. Es war. Ich habe ein anderes Gefühl gehabt vor das 1-2. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich geglaubt, wir werden dieses Spiel, wir werden punkten heute, weil wir sind gut drauf und nach dieser 1-2, ja, klar, da wird alles ein bisschen umgedreht. Und das ist eine tough Situation jetzt. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Daniel Mauch von der Braunschweiger Zeitung. Henrik, wird man bei Fehlern, gerade beim ersten und beim zweiten Gegentor, als Trainer dann auch mal verrückt? Weil das waren ja schon aus meiner Sicht krasse individuelle Fehler. Was soll ich beantworten? Ich finde, wir spielen insgesamt bis Eigentor ein gutes Spiel. Und klar ist das sehr frustrierend, nicht nur für mich, für die ganze Mannschaft, für alle Fans. Das ist frustrierend, dass wir so eine Sache machen, aber
Wir sind gemeinsam in diese Situation reingekommen und wir werden auch gemeinsam rauskommen. Vielleicht da angeknüpft, was macht euch hoffnungsvoll, dass die Wende gelingen kann? Ihr hattet jetzt ja auch gerade mit dem Sieg gegen Jena eigentlich so einen Moment, wo man dachte, okay, jetzt ist die Mannschaft richtig in dieser Liga angekommen. Ja, ich finde, bis unser Eigentor, finde ich, wir haben dieses Spiel im Griff. Und ein Spiel dauert 90 Minuten. Und ich sehe, wie meine Jungs hier arbeiten. Und ich sehe, dass wir mit Ball sind besser geworden. Ich sehe, dass wir defensiv bis Eigentor, weil dann kommt wieder die Instabilität in der Mannschaft und dann werden wir wieder unruhig, dann werden wir wieder ein bisschen nervös und es geht nicht um Entwicklung, es geht um Spiel zu gewinnen und heute haben wir 1-4 verloren und ja, abhaken und weiter jetzt, weil am Samstag müssen wir eine Topleistung machen. Gibt es weitere Fragen? Hinten einmal. Nennen Sie bitte einmal kurz den Namen des Medium. Frederik Paulus von der Betze brennt. Eine Frage an Michael Fronzek. Herr Fronzek, Christian Kühlwetter hat gerade in der Mixzone gesagt, er muss sich morgen mal kneifen. Das ist alles für ihn von 0 auf 100 gegangen. 2 Spiele, 3 Tore. Er kann das alles selbst gar nicht so richtig glauben. Können Sie vielleicht einfach nochmal auch zum Spiel heute 2-3 Sätze zu ihm sagen und auch über seine Persönlichkeit, seine Person? Ja, in aller Kürze, haben wir nicht so viel Zeit, haben wir noch einen langen Weg nach Hause zum Betze. Ist ein Spieler, den ich sehr mag, sehr schätze, der beim Hans-Werner Moser in der 2. gespielt hat, da eine sehr, sehr üble Verletzung hatte im letzten Jahr, Schienen- und Wadenbeinbruch und sich wieder rangebissen hat. Ja? Und ich habe mir ihn in der letzten Saison angeguckt und wir haben ihn jetzt ganz bewusst dazugenommen. Er bringt relativ viel mit. Und ist ein Spieler, der ja auch variabel einsetzbar ist, hat einen sehr guten Charakter, gute Mentalität und ich meine, das sah zwar vielleicht unglücklich aus für den Torwart, das 1-0, ja, aber Tore fallen nur, wenn du schießt, ja, und er hat den Mut und das Selbstvertrauen, das zu machen und ich finde, dass er wie auch alle anderen jungen Spieler. Ja. Ich glaube, das war ja heute die jüngste Mannschaft, die wir auf dem Platz hatten. Wenn ich einen Gottwald nehme, der 19, 20 ist, Bergmann in dem Alter, Fechner, dann Dominik Schad, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, dann sieht man, dass das was entstehen kann, dass sich was entwickeln kann. Aber diese Jungs, das wissen sie auch, machen natürlich auch Fehler. Ja, und damit müssen wir umgehen, jetzt auch in den nächsten Wochen. Aber er hat heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Was mir bei ihm besonders gefällt, neben seinen Aktionen, die er im letzten Drittel hat, ist natürlich das Spiel gegen den Ball. Ja? Er nimmt sich nie raus, hilft der Mannschaft auch in der Defensive und er ist auf einem guten Weg. Gibt es weitere Fragen? Horst Konzock von der Rheinpfalz. Eine Frage an Michael Fronzek. Sie haben den Dominik Schad ja erwähnt, der zum ersten Mal in der Startelf war, für den Kapitän gespielt hat, wenn Sie zu ihm noch eine Einschätzung sagen, treffen können. Dominik hat so gespielt, wie ich ihn im Training erlebt habe. Ja, ist auch ein sehr junger Spieler und ich bin froh, dass er zu uns gekommen ist, als Alternative natürlich zum Flo. Das müssen wir jetzt mal in den nächsten Wochen sehen. Er bringt sehr viel mit. Ja, man hat auch hinten raus gesehen, dass er Krämpfe hatte, ja, dass er lange Zeit nicht mehr von Anfang an gespielt hat und hat sich das absolut über Trainingsleistungen verdient und hat heute seinen Mann gestanden gegen eine Mannschaft. Und da gebe ich meinem Kollegen auch recht, die natürlich im Ansatz mehr Fußball spielt als andere Mannschaften in dieser Liga. Und da hat er wirklich einen guten Job gemacht. Frank Vollmer von Regionalsport. Frage an Henrik. Marcel Engelhardt, heute hat er wieder gepatzt, nachdem er im letzten Spiel eigentlich sehr stabil war und auch wieder auf dem Weg ein bisschen zur Besserung. Wie baut man den jungen Mann denn jetzt wieder auf? So, der ist ja jetzt am Boden zerstört, oder? Es tut mir verdammt weh für ihn. In Wiesbaden. Und dann ist er super zurückgekommen. Letzte Woche hat er ein Hammerspiel für uns gespielt. Er war der beste Spieler am Platz. Und ich weiß,
es tut sehr, sehr weh für ihn. Und klar werden wir darüber reden. Und klar werden wir auch alles machen, so er wieder auf die Beine kommen. Er kann das nicht verhindern und er muss weiter. Ist das für euch vielleicht ein kleiner Vorteil, dass es jetzt am Samstag gleich weitergeht in Meppen, wo ihr schon zum Punkten ein bisschen verdammt seid? Ich glaube, das ist keine Nachteil. Ich glaube, dass wir sollen so schnell wie möglich wieder ein Spiel haben, so wir nicht so viel Zeit haben zum Nachdenken, weil es kommt nur durch Siege und durch Punkten jetzt. Wir können viel sprechen, wir können über Entwicklung, aber um das geht das im Moment nicht. Im Moment geht das nur um Spiele zu haben und um Punkten. Ich gucke nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann sage ich vielen Dank, wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise und wir sehen uns am Donnerstag zur Spieltags-PK vor dem Auswärtsspiel in Meppen.